Geht's dir schlecht oder was? Vielleicht besuchst du Dr. Auer. Hallo, wer braucht denn meine Hilfe? Oh, mein Bauch tut weh. Keine Sorge, ich schaue mir das sofort an. Dafür brauche ich mein Thermometer. Die Temperatur ist etwas erhöht. Mach mal deinen Mund auf. Er hat den Mund immer auf. Das stimmt. Mach einmal A. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Gestern Abend. Heute Morgen habe ich es nicht mehr geschafft. Na, daran liegt es. Deswegen tut dir der Bauch weh. Am besten isst du jetzt was. Salat und eine Karotte. Guten Appetit. Ugh, Gemüse, das mag ich nicht. Das macht doch nichts. Jeder darf essen, was er möchte und mag. Oh, ich liebe das. Oh, ich will ihn essen und bekomme jetzt auch Hunger. Von so viel Gemüse werde ich stark. Schaut mal, wie groß er geworden ist. Miau. Oh, Chloe, du musst aufpassen. Miau. Au. 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 Oh nein, Vorsicht. Ich musste deine Pfote wieder einrenken. Miau. 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 Au, 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 au. Oh, als du runtergefallen bist, hast du dir deine Pfote verletzt. Oh, ich gehe lieber nach Hause. Au, au. Nein, nein, so darfst du nicht nach Hause laufen. Zuerst brauchen wir eine Salbe und dann einen Verband. Chloe wieder wie neu. Vorsichtig bitte, meine Pfote tut wirklich weh. Und anstatt Verband gebe ich dir sogar ein Pflaster. Ein schönes Pflaster. Guck mal, was für eine schöne Blume. Oh, die ist wirklich schön. Danke, Dr. Auer, mir geht's schon viel besser. Max, ich habe hier irgendwo einen Knochen vergraben. Hilf mir zu suchen. Mal gucken, ob wir den finden. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Hunde haben einen super guten Geruchssinn und so können sie riechen, was sie vergraben haben. Oh, ich weiß nicht, wo der Knochen sein kann. Was? Wie kannst du das nicht riechen? Der ist doch hier. Max, wie konntest du das nicht riechen? Ich glaube, der Geruchssinn, da stimmt irgendwas nicht. Ich rieche überhaupt nichts. Das ist ja merkwürdig. Ich schaue mir das am besten an. Max, komm mal her. Ich schaue mir deine Nase an. Das ist ja ganz schön rot da drinne. Hast du das letzte Mal deine Nase gewaschen? Max, wäsch dich nicht. Ich hasse Wasser. Max, du musst dich waschen. Deswegen ist die Nase voller Bakterien. Oh, oh, nein! Oh. Halte durch, deine Nase müssen wir aber waschen. Das kitzelt, das kitzelt. Aber bei einem echten Hund machen wir das nicht. Oh, ich kann wieder riechen, ja! Birnen, Orangen und Bananen. Max, das war alles richtig. Sehr gut, Max. Und ich habe deinen Preis. Hier. Es ist sehr wichtig, dass wir uns jeden Tag waschen.
Danke fürs Zuschauen. Tschüss.